Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Infuses for Life. Mein Name ist Alan, A to the L to the E to the N. Heute heiße ich euch sehr, sehr herzlich willkommen mit dem natürlich interessanten Thema diamantbesetzte Uhren. Was hat es auf sich mit ihnen? Warum kaufen sich so viele diese Uhren? Und warum ist das jetzt ein Trend geworden? Nun ja, was hat es mit diesen Uhren auf sich? Die Präsenz einer diamantbesetzten Uhr ist einfach viel, viel stärker für das nicht geschulte Auge wie bei einer Plain Jane. Ne? Viel, viel stärkere Präsenz, viel, viel stärkere Ausstrahlung. Und sie sagt auch irgendwo, ich habe Geld. Ne? Und genau darum geht es, Leute. Was bedeutet, wenn du dir eine diamantbesetzte Uhr holst, das für deinen Geldbeutel? Was bedeutet das für dich und deinen Geldbeutel? Eine diamantenbesetzte Uhr bedeutet immer, du zahlst die Löcher, die du in die Uhr lässt, bohren, okay? Die Arbeit, um die Steine einzusetzen und noch plus die Steine dazu. Und für jeden dieser Schritte musst du nochmal Geld darauf zahlen. Plus noch der Händler, der dir die Uhr verkaufen will, will ja auch noch was dran verdienen. Im Umkehrschluss bedeutet das für dich, nur wenn du Geld hast, kaufst du dir eine Uhr, bei der du dir hundertprozentig sicher bist, dass du das Geld auch gerne verlieren willst bei einem Weiterverkauf. Bei einer Plain Jane hast du das Problem natürlich nicht. Du holst dir die und du kannst sie dir normal weiterverkaufen. Insofern du sie dir natürlich für einen guten Preis geschossen hast. Bei diamantenbesetzten Uhren musst du aber auch darauf achten, und zwar auf die Qualität. Die Qualität bedeutet für dich zusätzlich, was ist mit deinen Steinen los? Sind das einschlussfreie Steine, kleinere Einschlüsse? Weil danach bestimmt sich natürlich der Preis. Und es gibt viele, die sagen dir, hey, ich verkaufe dir eine diamantenbesetzte Uhr. Du zahlst nur bam, 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 das wenige da drauf. Und dann wirst du nämlich, mein Freund, über den Tisch gezogen. Du musst genau wissen, wie viel Karat wird jetzt beispielsweise die Lünette haben, die du bekommst. Welche Steine und ganz, ganz wichtig, Leute, welche Art der Qualität dieser Diamanteinsatzarbeiten wurden bei der Uhr überhaupt geleistet. Ganz einfach. Herauszufinden ist das, indem ihr so eine diamantenbesetzte Uhr in die Hand nimmt und zwei, dreimal mit dem T-Shirt drüber fährt, ins Licht haltet und wenn durch das Licht eben erkennbar ist, dass ganz feine Flusen an diesen Bügeln, die eure Diamanten heben in der Uhr, hängen bleiben, dann wurde dann nicht gute Arbeit geleistet, weil die scharfen Kanten nicht abgeschliffen wurden und eventuell vielleicht die Steine auch nicht fest genug im Sitz positioniert sind. Ja, auf die Qualität des Steinbesatzes kommt es an und hier sehen wir ein wunderbares Beispiel. Eine perfekt gearbeitete Luxusuhr, hier im Nachhinein mit Baguette-Steinen in der Mitte ausgelegt, wirklich ein absolutes Stunning Piece. Und ich möchte, dass ihr auch die Möglichkeit habt, so wunderschöne Luxusuhren mit diesem tollen Steinbesatz zu bekommen. Zuhören. Das würde ich euch wirklich ans Herz legen, diese Thematik bei so einer Uhr zu überprüfen, nachzufragen und dann sollte einer neuen diamantierten wunderschönen Rolex AP Patek Philippe Richard Mille eigentlich nichts im Weg liegen. Ich hoffe, die Informationen haben euch soweit etwas bringen können. Wenn dies dann der Fall sein sollte, haut auf den Like-Button, subscribed und wir sehen uns wie immer beim neuen und nächsten Video.